Ja, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier gemeinsam mit dem lieben Florian Kempkes, live aus Kreta, wo wir gerade unsere private Mastermind haben. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen mal so eine kleine Mastermind-Coaching-Session auf. Also das heißt konkret, wenn wir in den Dialog miteinander gehen und darüber sprechen, was können wir denn besser machen in unserem Geschäft, beziehungsweise was können wir besser machen in unserem Leben all in all. Den lieben Florian kenne ich seit 2016 und da coacht er mich 1:1 vor allem sehr viel. Ich habe ihn damals auch häufiger gebucht für eigene Veranstaltungen, dass er auch Führungskräfte von mir oder Kunden von mir schult und coacht, vor allem zum Thema Blockaden lösen, Thema bessere Beziehungen führen, mit sich besser umzugehen, selbst reflektieren und alles, was da so dazugehört, Engpässe auflösen, weil der Flo da sehr schöne, sehr tolle Ansätze hat. Und ja, so geht der Flo schon jetzt seit 7 Jahren durch seine Selbstständigkeit sehr erfolgreich als 1:1 Coach oder eben auf Seminaren für Gruppen und so weiter und hat jetzt sich dazu entschieden, ja, mal auszuwandern, mal die Welt zu bereisen etwas, ne? Rauszukommen aus Deutschland. Und da kommen natürlich neue Gedanken auf, Geschäftsmodell zu verändern, anzupassen, zu optimieren, damit es auch so funktioniert und passt, dass man das auch von unterwegs aus machen kann. Da haben wir gestern schon etwas drüber geredet und haben gesagt, heute intensivieren wir das Ganze mal. Dementsprechend, Flo, vielleicht stellst du einmal kurz vor, was ist dein aktueller Engpass, falls du den schon rausgefunden hast, über den wir heute reden wollen. Ja, danke erstmal. Witzig, die Rolle mal umzudrehen. Der Engpass, ob es der Engpass ist, das wäre natürlich jetzt die Frage, aber dass die Herausforderung, die ich gerade vor mir sehe, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die viele, ich sag mal, gute Fachkräfte haben, weil als Coach bin ich Fachkraft. Ich bin sehr gut als Coach, aber ich bin kein Unternehmer. So, also ich bin eher eine Fachkraft, die ein bisschen unternehmerische Aufgaben macht. Und die Frage, die sich jetzt mir auch mit im Zusammenhang mit der Auswanderung, aber nicht nur gestellt hat, okay, du bist als Coach etabliert, die Kunden kommen über Weiterempfehlungen, es läuft alles. Ich verdiene gutes Geld, ich bin ganz entspannt hier nach Kreta geflogen, passt. Und wie geht's weiter? Und das ist jetzt gerade die Frage, die mich beschäftigt. Wie geht's denn jetzt weiter? Möchte ich jetzt mehr in die Unternehmerrolle gehen? Möchte ich das Ganze größer ziehen? Und wenn ja, wie? Das war die erste Frage, dass ich das möchte. Das habe ich mittlerweile für mich entschieden. Das möchte ich, ja. Das nächste ist wie? Weil im Moment ist es natürlich so, meine Kunden bezahlen mich quasi für meine Zeit, für mein Coaching. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie auch größer ziehen, skalieren kann. Von daher die Frage, die mich gerade beschäftigt, ist, was wären denn Produkte zum Beispiel, richtig geile Produkte, die du zum Beispiel als ja mein Kunde, wo du sagen würdest, Hammer, das möchte ich unbedingt haben. Das wäre jetzt mal so die Frage. Sehr gut, können wir darauf eingehen. Gestern wir haben schon häufiger darüber geredet mit Flo und da ging es vor allem darum, dass es hieß, hey, du musst von 1:1 raus, das weniger machen, hin zu one to many, also du selbst für viele in der Gruppe. Und da hat sich ja immer wieder so die Frage bei dir gestellt, ob dann die Wirkung überhaupt groß genug ist, ob du auch allen helfen kannst oder nicht. Das ist natürlich schon mal der erste Weg, das hinzukriegen. Das heißt, eine Gruppe von Menschen zusammenzubekommen, die ähnliche Ziele haben, ähnliche Herausforderungen haben und die dann konkret zu begleiten, dabei diese zu lösen und zu meistern und auch auf dem Weg natürlich herauszufinden, was sind die Engpässe, die sie hinten raus nachher haben. Das ist schon mal die erste Frage eigentlich an dich, beziehungsweise die erste Sache. Was bringt denn all die Menschen, die du gerne hast, die bei dir immer wieder kaufen auch und immer wieder sagen, ich möchte noch eine 1:1-Session und noch eine 1:1-Session. Was sind denn deren konkreten Herausforderungen oder Fragestellungen, mit denen sie zu dir kommen? Vielleicht auch in welcher Reihenfolge? Und wo du merkst, jedes Mal, wenn wir die lösen, jetzt mal egal, wie wir die lösen, geht es ihnen danach besser, sind sie danach erfolgreicher, läuft es danach runter bei denen? Gibt es dort eine Schnittmenge, die man finden kann? Ja, es sind im Endeffekt zwei Phasen. Also die erste Phase ist, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt, wir schauen, was sind hier Symptome, was ist wirklich der Engpass, an dem es überhaupt Sinn macht, anzusetzen. Das ist oft zum Beispiel der Umgang mit Angst oder der Umgang mit Bindung. Wie gehe ich in Beziehung zu anderen? Ne? Wem kann ich überhaupt vertrauen? Ganz, ganz schwierige Frage für viele Selbstständige, für erfolgreiche, gerade für erfolgreiche Selbstständige. So, in der ersten Phase lösen wir die wirklich akuten Herausforderungen. So, ob das ist kein Drive mehr in der Regel. Das ist, ich arbeite 16 Stunden und ich könnte jeden Tag kotzen. Das ist meine Beziehung, wenn ich überhaupt eine habe, läuft überhaupt nicht. Das ist, ich vergleiche mich die ganze Zeit mit anderen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann hocke ich in Instagram und fühle mich danach noch schlechter, weil andere ja scheinbar noch mehr arbeiten. Und so weiter und so fort. Ja? Erste Phase, und das kriegen wir in der Regel relativ schnell gelöst und sind an einem Punkt,
wo es heißt, ey, fuck, mir geht's gut. Ich habe Energie. Ich lache wieder. Meine Beziehung läuft. Geil. So, erste Phase abgeschlossen. In der zweiten Phase geht's darum, das hat ein Kunde von mir mal sehr, sehr treffend formuliert. Der hat gesagt, Flo, ich liebe das. Jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, kriege ich einfach nochmal auf die Fresse. Und das ist genau, was ich brauche. Und ich meine, ich komme ja auch aus dem Kampfsport. Im Kampfsport sagt man, du bist nur so gut wie deine Sparringspartner. Und was in der zweiten Phase kommt, das ist dann, wenn ich regelmäßig mit Menschen zusammenarbeite, ist immer wieder Sparring auf Augenhöhe. Immer wieder sich hinterfragen, immer wieder neue Gedanken, immer wieder jemand, der sagt, sorry, aber das ist Schwachsinn, was du gerade machst, Nick zum Beispiel. Ja? Also die zwei Phasen gibt es. In der ersten geht es darum, erstmal überhaupt wieder klarzukommen und überhaupt wieder Energie und Freude an seinem Business zu haben. Und in der zweiten Phase geht es dann darum, sich stetig weiterzuentwickeln und auf diesem Weg auch drauf zu bleiben. Ja. Gibt es noch eine dritte Phase? Die dritte Phase ist meistens dann irgendwann so, okay, Flo, mir geht's jetzt so gut. Ich mache ab jetzt alleine weiter. So, das ist die dritte Phase, aber die ist dann, mit der habe ich dann nicht mehr viel zu tun. Der sich hierzu fällt mir jetzt eigentlich ein, also eben auch als jeder, der sich das anguckt, ich arbeite mit Flo schon seit 2016 zusammen, ich habe viele Kunden zu Flo empfohlen, deshalb weiß ich, wie seine Arbeit ist, wie sie funktioniert, wer von uns welche Themen auch hat, deshalb brauchen wir da nicht so mega intensiv reinzugehen. Aber grundsätzlich ist mir dabei jetzt aufgefallen, vor allem als du die zweite Phase angesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass ich häufig in der zweiten Phase, die wir auch immer wieder reingekommen sind, ne, und dann mal eben in Phase 3 sind, wo ich sage, ich brauche gerade nichts, und dann wieder mal in Phase 2 runterrutsche, wo ich sage, irgendwie fehlt es hier an irgendetwas, ja. Dass so ein Gruppencoaching bzw. eine Gruppe in Phase 2 richtig gut wäre, weil dort viel mehr Input zusammenkommt, ja, von Leuten, die das Thema mit aufgreifen und sagen, ah, das habe ich schon längst für mich gelöst, oder hä, warum denkst du so überhaupt? Das heißt, ab dem Punkt, wo es darum geht zu hinterfragen, ne, da bist du ja sensationell drin, okay, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Und dann steht man ja aber da und denkt so, ja, okay, was ist denn eine Alternative? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie könnte es aussehen? Und in einem 1-zu-1-Coaching bist du ja die einzige Option, darauf eine Antwort zu geben, die einzige Quelle. Mhm. Wenn jetzt aber 10 Leute da sitzen, die alle was anderes machen, aber auf einem ähnlichen Level sind, dann können nochmal 10 Leute eine alternative Sicht darauf bieten zum Beispiel. Und das habe ich jetzt bei uns in der Mastermind gesehen, die wir gestartet haben, online vor allem, weil es im ersten Call darum ging, dass wir einen jungen Mann dabei haben, der sehr erfolgreich ist mit seiner Agentur, dem ich 10-mal gesagt habe, du bist zu günstig. Also der ist wirklich viel zu günstig einfach, ne? Und der macht für Luxus Hersteller und macht der halt Marketing und Mitarbeitergewinnung und bietet das halt an für einen Preis, wo ich einem kompletten Anfänger sage, das sollte dein Einstiegspreis sein. Und er so, ja, Nick, das geht aber nicht, die wären nicht bereit, so viel zu zahlen. Dann waren wir im ersten Call drin, ne? Dann ging es wieder darum, hey, du bist zu günstig. Und dann wehrt er sich dagegen und dann kommt der nächste Teilnehmer und sagt, also du bist wirklich zu günstig, ich habe irgendwie die Hälfte deiner Leistung fürs Doppelte erst gestern verkauft. Und der nächste so, ja, also ich habe auch die Hälfte deiner Leistung fürs Dreifache die letzten 10 Male verkauft. Also du kannst schon vom Preis mal zumindest so 20% hochgehen. Und dann hast du auf einmal gemerkt, wie es in ihm gearbeitet hat, weil das war nicht nur ich, der gesagt hat, du bist zu günstig, sondern es haben noch einen Haufen andere gesagt, du bist zu günstig und deshalb und deshalb und das sind die Referenzwerte. Und dann im nächsten Call kam er dann rein und hat gesagt, ja, ihr habt recht, ich habe jetzt die Preise mal angehoben und auch schon die ersten Kunden für den neuen Preis verkauft. Das funktioniert ja wirklich. Das mal so als erster Tipp wegen der Gruppe. Ja. Die Grundkernidee wäre das eigentlich, dass du einen Basiskurs aufnimmst. Ja, einen Basiskurs, wir haben ja den Alpha-Kurs auch aufgenommen. Der ist ja super angekommen, vor allem weil schöne Folien vorbereitet, diese Folien dann eingesprochen, natürlich auch sichtbar, sodass man dem ganzen Inhalt folgen kann. Und dann nimmst du Basisthemen auf. Das erste Thema, wie ich es verstanden habe, ist so ein bisschen Selbstreflexion, Selbstwirksamkeit. Ne? Also wieder selber in die Wirkung zu kommen. Woran liegt es, dass mir der Drive fehlt? Was sind gerade meine Themen? Also das heißt, den Leuten erstmal so ein bisschen gewisse Fragen zu stellen und auch neue Themen aufzumachen. Der nächste, der mit größte Punkt ist eigentlich Beziehungen führen. Sowohl die Beziehungen privat zu führen, als auch die Beziehungen beruflich zu führen. Was dann ja aber auch wieder übergeht in den nächsten Schritt und zwar führen. Ne? Also Beziehungen, erstmal Beziehungen verstehen, woran liegt, was das Thema und so weiter. Sich selbst und danach auch das Thema Führung mit Mitarbeitern, mit Geschäftspartnern oder sonst was. Gegebenenfalls dann halt auch die eigene Partnerin oder den Partner zu führen, die Kinder, wer auch immer da ist. Also das sind ja dann wieder die nächsten Themen. Das heißt, Phase 1 könntest du super gut in einen Kurs verpacken,
modular in dem Sinne. Das heißt, die Kurse kann man sowohl einzeln verkaufen nachher, als auch eben in einem gesonderten Mentoring-Programm zusammenfassen als Module. Wo man sagt, Phase 1 können wir schon mal den Großteil der Zeit ersparen, indem ich dir alles, was ich jedem eh erzähle, mit Glückshormonen und hast du nicht gesehen, da schon mal drin ist. Dann würden dazu dementsprechend Live-Coaching-Calls stattfinden, ne, wo ich dann gegebenenfalls hier noch die 1-zu-1-Komponente mit drin lassen würde. Nicht unbedingt, wenn du größer wirst, wird es nicht mehr möglich sein. Aber wenn du eine Beta-Gruppe startest, zum Beispiel, wenn du jetzt zu deinen Kunden gehst und sagst, hey, ich würde jetzt gerne eine Beta-Gruppe starten oder die nächsten Leute, die dich anfragen, ich starte jetzt eine Beta-Phase von einem neuen Programm, ist in der Gruppe. Dann lässt du die ersten 10 den Kurs gucken plus machst die erste Phase noch 1, 2 oder maximal 3 1-zu-1-Calls mit denen, wo du mal schaust, wie wirkt das, der Inhalt, den sie dir geben, also den du denen gibst, auf sie und was musst du jetzt noch 1-zu-1 machen, also erleichtert es dir einiges an Zeit und an Arbeit, die bringst du dann noch 1-zu-1 voran, vor allem auch, um halt konkret zu verstehen, wie wirken die Inhalte auf die, welche Inhalte sind noch notwendig, welche Fragen sind noch offen, mit dem Ziel dahinter, dass du gar kein 1-zu-1 mehr machen musst. Dass du weißt, ja, es bringt natürlich mehr, aber mit dem Ziel dahinter, das so kompakt zu machen an Inhalt, dass die Leute von ganz alleine nur vom Gucken schon zu Lösungen kommen in ihrem Leben, ohne dass du durch Fragen sie dahin bringen musst im 1-zu-1, ohne dass sie dir ihre Leidensgeschichte erzählen müssen oder sonst was. Und dann kommt ja Phase 2 und Phase 2 wäre dann eigentlich, so und jetzt sind wir in der Gruppe zusammen, wir haben uns alle Ziele gesetzt, wie sieht's aus? Von Woche zu Woche sind wir vorangekommen, sind wir nicht vorangekommen, was waren die Bausteine? Und du führst und leitest das logischerweise an, bringst wieder die Fragen rein, coach die Leute natürlich auch 1-zu-1 in dieser Gruppe, je nachdem wie weit sie sich öffnen wollen. Und sorgst so dann nochmal so für so ein Kollektiv, was eigentlich ganz gut ist. Und die Phase 3, da hast du ja gerade gesagt, glücklicherweise aus Unternehmersicht verlierst du die Kunden, traurig. Aus Coach-Sicht kommen sie nicht mehr zu dir, saugeil. Aber du willst ja weiter generell irgendwie dran verdienen und Spaß haben. Und wenn du so eine Gruppe schaffst, wo interessante, coole Leute sind, die sich permanent entwickeln, dann haben die Leute auch viel mehr Lust, weiterhin Teil davon zu sein. Peer-Group-Effekt, Reziprozität etc. kennst du selbst, wollen dann Teil davon sein und sind dann auch bereit, weiter Geld dafür zu zahlen, um weiter Teil von dieser Gruppe zu sein. Vor allem, wenn du dann auch noch, das hatte ich dir auch gesagt, eben Offline-Sequenzen schaffst, wo du sagst, hey, wir verreisen mal gemeinsam oder wir treffen uns gemeinsam irgendwo in Deutschland und nochmal diesen Netzwerkfaktor schaffst und so weiter. Das ist mal jetzt viel Input, aber du hast gesagt, Produkte, okay, cool, eben diesen Weg durchzugehen, welchen Weg gehen sie alle durch und dann das halt modular aufzusetzen, weil die kannst du einzeln verkaufen, wenn du willst oder du packst es nachher alles in ein großes Ding und das würde ich auch viel eher machen, alles in ein großes Ding nachher zu packen und damit dann rauszugehen. Kannst du aber auch jederzeit das als einen gewissen Kennenlernkurs nutzen, wo du sagst, wenn jemand zu dir kommt oder du Werbung schalten willst, hey, du willst mich mal kennenlernen und wie ich arbeite, hier ist ein Kurs für ein Apple und ein Ei, guck mal rein. Wenn du mehr möchtest, dann können wir telefonieren. Cool. Gleich Gegenfrage. Ja. Was wäre das, du hast jetzt ja verschiedene, auf verschiedenen Stufen verschiedene Produkte vorgestellt, was wäre dieses eine, wo du sagst, alter Flo, alles, was ich habe, kein Problem, das muss ich haben. Was wäre das für dich? Was wäre es für mich? Ich glaube, das Thema, beim Thema Beziehungen können wir bleiben, weil das Thema Beziehungen führen, also sowohl privat als auch geschäftlich, ist doch eigentlich, also wenn ich an meine Calls mit dir denke, dann nimmt das mindestens 50% ein. Die anderen 50% irgendwie sind so Mischmasch-Thema, aber wenn nicht sogar mehr. Wenn ich an die ganzen anderen Jungs und Mädels denke, die ich zu dir geschickt habe, die sind auch alle mit Beziehungsthemen zu dir gekommen. Und wichtig hier für euch, Beziehungsthemen sind es nicht nur gemeint, dass man Stress mit seiner Freundin hat, sondern dass man einfach auch Mitarbeiter oder Geschäftspartner hat, mit denen man nicht zurechtkommt und wo man nicht weiß, woran liegt das, was ist das Thema, wie soll ich damit umgehen oder dass man mit seinen Eltern irgendwelche Probleme hat oder hast du nicht gesehen. Und hier ist sowohl der größte Schmerz drin für ganz viele, als auch, dass es permanent bei fast jedem aufkommt, dass er irgendeine Beziehung führt, mit der er nicht ganz zufrieden ist oder wo es zu Herausforderungen kommt und ist auch ein durchgängiges Thema, weil es ja auch nie aufhört, weil du ja auch irgendwie von Jahr zu Jahr immer wieder auch neue Leute kennenlernst und sowohl tolle Beziehungen führst, als auch wieder Beziehungen führst, wo du auf dem Schlauch stehst und denkst, hä, was ist denn hier los, das ist irgendwie total komisch und abwegig. Das heißt, wenn du dich aufs Thema Beziehungen
fokussierst. Das kannst du natürlich wieder abspalten. Aber die Frage, die Kernfrage dahinter ist, was ist dein Framework? Also auf Deutsch in dem Sinne Rahmenarbeit. In welchem Rahmen packst du nachher die Arbeit? Also ist das, was du den Menschen nachher beibringst und mitgibst, womit du ihnen hilfst, ist das schon ausreichend, um sowohl privat seine Beziehungen sauber zu führen, als auch beruflich, da das Verständnis dafür zu haben? Also dann kann man das natürlich in eins packen. Wenn sich das signifikant voneinander unterscheidet, eine Liebesbeziehung zu führen, eine Beziehung zu seinen Eltern zu führen, eine Beziehung zu Freunden zu führen, eine Beziehung zu Mitarbeitern zu führen, dann kann man daraus natürlich unterschiedliche Kurse machen. Das ist dann so das Thema. Aber das ist, glaube ich, somit der größte und entscheidendste Punkt. In meinem Kopf machst du ein Produkt. In meinem Kopf machst du ein Mentoring, in das immer wieder die Leute reinkommen, weil du weißt, dass die Schnittmenge deren Probleme genau darin gelöst wird und sie durch die Fragen, die du ihnen stellst, durch den Spiegel, den du ihnen vorhältst, durch die provokative Art, die du mitgibst oder auch mal die streichelnde Art, die du dabei hast, dass das ist, was nachher den entscheidenden Reflexionsfaktor nochmal mitgibt. Muss ich nachdenken. Also Thema Beziehung. Es ist auf jeden Fall ein geiles Feedback, dass das stimmt. Das ist mindestens mal 50% der Arbeit und das ist auch bei anderen so. Und der Unterschied zwischen einer Liebesbeziehung und der zu einem Mitarbeiter ist gar nicht mal so groß, wie man denkt, in der Regel. Mhm. Das heißt, wenn ich dir irgendwas anbieten würde und sagen würde, das ist sozusagen die Relationship Mastery, wie auch immer das dann aussieht, ob das jetzt ein Kurs ist oder eine Mastermind oder ein regelmäßiges Mentoring, wo es darum geht, das zu meistern. Das wäre sozusagen das, wo du sagen würdest, sofort. Ja. Da bin ich am Start. Für Unternehmer. Natürlich, genau. Sowieso. Ja, okay. Ja, klingt gut. So, dann gehe ich mal in die Entwicklung. Und dann gucke ich mal, was da rein muss und wie man es am besten macht. Aber das ist ja dann genau mein Job. Das kann ich mir in Ruhe überlegen. Geil, ich danke dir. Haben wir noch Fragen? Irgendwann kann auch was anderes sein. Überleg gerade. Als wir gestern da draußen standen, du gesagt hast, lass mal Produkte überlegen. War das jetzt schon genug für dich, wo du sagst, hey, das reicht? Oder sind noch ein paar andere offene Sachen? Sagen wir es so, es ist jetzt der erste Denkanstoß. Und jetzt ist halt die nächste Frage. Also, okay, Beziehungen meistern. Geil. Geile Überschrift. Und wie kriegen, also ich habe direkt natürlich Ideen, was man da verstehen muss, welche Modelle man vielleicht im Kopf haben muss, welche Fähigkeiten man lernen muss, alles. Das ist kein Problem. Das habe ich jetzt schon so, sagen wir mal, 40-50% im Hinterkopf fertig, das geht schnell. Die nächste Frage ist aber, wie lernst du gerne? Also ich zum Beispiel, ich mag keine Online-Kurse, ich schaue mir das nicht an, das nervt mich. Geht für mich gar nicht, ich lese ein Buch. So, aber es geht ja nicht darum, was ich will. Also welches Format ist das jetzt, wie gesagt, du hast jetzt zum Beispiel von einem Gruppencall gesprochen, du hast von Online-Kursen gesprochen. Ich nehme an, da hast du Videokurs gemeint. Wir haben hier von Mastermind, so wie wir es jetzt gerade hier haben, gesprochen. Welches Format wäre das, was für dich zu dem Thema den meisten Wert hat? Was glaubst du? Ja, ich glaube, den meisten Wert hat natürlich 1:1 und auch vor allem sich persönlich treffen. Ne? Mastermind, Workshop, Seminar oder sowas. Aber es geht ja hier in diesem Kontext darum, wie kann Florian Kempkes mehr Geld verdienen, während er weniger Zeit einsetzen muss und dabei trotzdem seine Wirkung noch vergrößert. Und das geht nur über einen Online-Kurs gepaart mit eben Gruppencoachings oder 1:1-Coachings gepaart mit Treffen oder Ähnlichem, ne, wo man dann so Abstufungen machen kann einfach in seinem Produkt. Das Geniale ist ja, du kannst ja diese PowerPoint-Präsentation machen, so wie wir es mit dem Alpha-Kurs gemacht haben. Finde ich mega zum Lernen und auch gerne gucken, weil ich muss nicht jemanden frontal die ganze Zeit zuhören, so wie ihr es jetzt hier auch müsst in dem Kontext, sondern du kannst auch mitlesen, was steht da, du siehst Grafiken und so weiter und kannst dem besser folgen. Jetzt kannst du ja die PowerPoint-Präsentation nehmen und kannst daraus eine PDF machen und kannst sie einfach reinmachen. Das heißt, für die, die keinen Bock haben zu gucken, lad dir die PDF herunter. Dann kannst du dir noch bei Fiverr jemanden holen, der dir aus den Videos ein Transkript macht. Das heißt, wir haben bei uns in den Kursen zum Beispiel Transkripte drin, ne, für die Leute, die die Videos nicht gucken können, wollen, wie auch immer. Lad dir das Transkript herunter, da steht Wort für Wort alles drin, was wir im Video gesagt haben. Passt auch nicht, super, dann lad dir einfach kurz die Audiodatei runter, dann kannst du es auch unterwegs hören. Also es gibt eigentlich keine Ausrede dafür, es nicht zu machen, du musst dir halt nur die Zeit nehmen, dann kannst du es
lesen, du hast es in der Kurzübersicht, du hast es in einem Transkript, du hast es als Audio, du hast es als Video, kannst zweifache Geschwindigkeit machen, 1,5-fache Geschwindigkeit und fertig. Und alles Weitere kann dann natürlich in einem festen Termin stattfinden, wo dann die Gruppe dabei ist. Oder eben, wenn du halt eine Beta-Gruppe machst und sagst, schau mal, absoluter Bonus, da sind noch irgendwie 2:1 Coachings mit mir drin, die normal genau das kosten jeweils, was hier der Kurs kostet gerade, beziehungsweise das Coaching, weil ich noch mehr erfahren möchte, wie gut das funktioniert und klappt, dann hast du da noch ein bisschen 1:1 Komponente mit drin. Das finde ich jetzt super, weil mein Gedankengang war, ich muss mich für einen Kanal entscheiden, ob das jetzt irgendwas Textliches ist oder ein Video und so weiter. Aber ja klar, das geht ja mit wenig Aufwand und das ist ja nicht so viel Aufwand, jetzt so eine PowerPoint erstellen zu lassen, das würde ich ja auch nicht selber machen. Schön einfach, gefällt mir. Ganz einfach umgesetzt und dann kann sich jeder aussuchen, was... Ja, perfekt. Frage beantwortet. Ja, weiter. Schön. Wollen wir loslegen? Ich lege jetzt vielleicht gleich später oder spätestens morgen los. Ich setze mich hin und ich mache mir immer Gedanken, was muss in das Produkt Relationship Mastery oder wie auch immer es dann heißt. Was muss da rein? Was muss ich lernen an Inhalten? Was muss ich lernen an Fähigkeiten? Wie geht das am besten? Was davon kann ich in einer Form automatisieren? Und genau, wann mache ich es? Das sind jetzt die nächsten Schritte. Die sind aber ziemlich klar. Da freue ich mich dann über Feedback, wenn ich weiter bin. Aber für den Stand jetzt, glaube ich, passt das. Weil, wenn ich an deine ganzen Kunden denke, die ich ja auch kenne, ne? Und der Flo hat richtig große Kunden, namhafte Kunden, geile Kunden, die auch viele Mitarbeiter beschäftigen und auch ein DAX-Konzern dabei und hast du nicht gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an die SAR-Jungs denke, ne? Oder wenn ich jetzt an mich denke, guck mal, das Standardprozedere, wenn jemand bei uns reinkommt ins Programm, nicht ins Programm, also auch in unsere Kurse als Kunde, aber als Mitarbeiter ist, du schaust dir Performance Mastery, Glücksworkshop von Flo an. Und du schaust dir den Alpha-Kurs an. Punkt. So, das musst du machen zur Einarbeitung. Weil ich ja weiß, dass die jeden Tag mit den gleichen Themen konfrontiert sind wie ich. Und ich möchte von denen maximale Leistung haben. Also sollen die auch wissen, wie sie damit umgehen können, um trotzdem maximale Leistung zu bringen. Und wenn du so ein Programm erstellst, dann glaube ich, dass auch, wenn sich das deine Kunden angucken, jetzt zum Beispiel der Toni oder wenn ich es mir angucke oder die anderen, dass wir da sitzen und egal, ob wir jetzt sagen, ja, wusste ich schon oder wusste ich nicht, am Ende sitzt jeder schlaue Unternehmer da und denkt sich, das müssen meine Führungskräfte auch durcharbeiten. Das müssen meine kleinen Mitarbeiter auch machen oder die großen oder die mittleren oder wie auch immer. Das müssen die auch durcharbeiten. Und das ist der Effekt, der nachher richtig, den du nachher auch richtig geil nutzen kannst, weil du damit die Wirkung so krass erhöhst und dann auch mit einem Kunden viel mehr Geld verdienen kannst, weil dann kannst du sagen, hey, zack, willst du irgendwie deine Mitarbeiter auch noch dabei haben? Okay, pro Person sind es nochmal 2.000, buchst du irgendwie 5 Mitarbeiter ein, gebe ich dir nochmal ein bisschen Rabatt, kriegt jeder seinen Zugang und so weiter, darf auch jeder mit in die Calls reinkommen, ne, und dann können wir da auch über die Themen reden, weil du weißt doch, wenn ihm seine Frau abends aufs Dach steigt, dann ist der morgen wieder schlecht im Vertrieb. Du weißt doch, wenn sie irgendwie den ganzen Tag im Support, sag ich mal, böse draufkriegt, ne, dass sie dann von Tag zu Tag immer genervter ist und du merkst auch, ihre Krankheitstage gehen hoch, die muss mal lernen, wie sie damit richtig umgeht und Ventile findet und weiß ich was. Das ist ein mega Multiplikator, weil das nachher, jeder hat das Thema. Wenn ich jetzt einen Kurs zur Kundengewinnung, Neukundengewinnung erstelle, dann brauche ich nicht meinen Kunden zu sagen, ja, jeder deiner Mitarbeiter muss wissen, wie er Neukunden gewinnt. Oder jeder deiner Mitarbeiter muss wissen, wie er Facebook schaltet. Nee, aber jeder deiner Mitarbeiter oder jeder Mensch muss wissen, wie er sauber Beziehungen führt. Und wenn du es für dich machst, weil du mehr Erfolg, Spaß und Glück in deinem Leben haben möchtest, dann gönn es doch auch deinen Mitarbeitern, weil das wird sich multiplizieren in deinem gesamten Geschäftserfolg. Sehr gut, für den Moment passt's und damit beenden wir das Ganze auch ganz spontan. Hier kleines Brainstorming einfach für den lieben Flo. Vielleicht konntest du die ein oder andere Frage für dich mitnehmen, Denkweise oder ähnliches, falls du in einer ähnlichen Situation bist. Und ansonsten folgt dem lieben Flo auf Instagram. Hallo, ich bin der Flo. Er postet nichts, aber vielleicht irgendwann in Zukunft, da kann man ihn auf jeden Fall erreichen. Und Flo hat auch ein geiles Buch geschrieben, Fighting for Happiness, vom erfolgreichen Unternehmer zum glücklichen Unternehmer. Und das kann man sich auch auf Amazon bestellen. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Da geht es nämlich genau auch darum, gute Beziehungen zu führen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf. Bis dann, ciao.